Lou Nibaredou, unsere Anlage. Hier geht es direkt zu unserem Haus. Und wie ihr seht, hier geht es sehr steil bergunter. Das ist dann der Blick von unserem Haus. Das ist unser Häuschen von unten. Das ist der Blick vom Küchenfenster. Auch nicht schlecht. Kommt man mit einem ganz engen Rolli kommt man durch. Meinem ging's. Wenn zwei Haltegriffe dran wären, wäre das Bad nicht schlecht. Sogar unterfahrbares Waschbecken. Da geht's berghoch hier. Ohne Segway geht es gar nicht hier. Da parken wir immer. Das ist der Zugang zur Rezeption. Als ihr seht, schon ein bisschen steil. Rezeption, Ankunft. WLAN, Wi-Fi-Zone gibt es auch. Und hier gibt es auch noch ein paar Häuschen. Freie Zugänge gibt es. Allerdings sind die WCs nicht ausgestattet für Rollstuhlfahrer. Aber man sieht sehr schön, die Häuser hier, die 106er-Gruppe, ist eigentlich relativ barrierefrei. Das kannst du nur mit dem Segway machen hier an der Anlage. Hier gibt es spektakuläre Wege, gibt's hier, dass man überhaupt mal an den Pool kommt. Aber wir haben den ganzen Pool für uns alleine, ist auch wieder schön. Wunderschön, wenn das Wetter mitspielt. Leider haben wir viel Pech gehabt. 2 Tage Sonne von 14 Tagen Urlaub. Sehr schade.